Willkommen beim Wirtschaft TV Talk. Alarmruf für den Innovationsstandort Deutschland, titelte die FAZ vor kurzem. Viele namhafte Organisationen aus Wissenschaft und Wirtschaft haben auch gleich bei der Bildung der neuen Regierung angemeldet, beachtet unbedingt, dass Deutschland den Anschluss nicht verlieren darf als Innovationsstandort, um den Wettlauf auf Forschungs- und Innovationsgeist nicht zu verlieren. In Deutschland und der EU gibt es hunderte von Förderprogrammen, aber viele Unternehmen wissen gar nicht, wie sie an die Fördergelder herankommen können. Darüber spreche ich heute mit dem Experten für Fördermittel, speziell im Bereich von Forschungs- und Entwicklungsprojekten, Robin Peters. Herr Peters, können Sie bestätigen, dass es beachtet wird, dass Deutschland wirklich den Anschluss nicht verlieren soll, dass Deutschland weiter Innovationsstandort bleiben soll? Funktioniert das oder droht doch die Gefahr gerade, dass Deutschland den Anschluss verliert? Ich persönlich habe schon den Eindruck, dass die Politik das im Auge hat und versucht, das Potenzial, was wir hier in Deutschland haben, auszunutzen und sich auf die Zukunft fokussiert. Allerdings ist es ein ganz entscheidender Zeitpunkt, gerade wie wir jetzt mit diesen ganzen Situationen umgehen und ob wir aus der Krise gestärkt rauskommen und den Anschluss an andere Länder nicht verlieren und unsere Stellung halten können. Mhm. Können Sie denn verstehen, wenn jetzt Unternehmen zaghaft sind, wenn sie sagen, alles so unsicher, ich weiß doch gar nicht, die Energiekosten und alles Mögliche, die Lieferketten und so weiter, wenn die jetzt sagen, nee, also jetzt lieber keine Innovation auch noch beginnen, sondern versuchen zu konsolidieren? Ja, Verständnis habe ich auf jeden Fall. Das bedeutet aber nicht, dass man dieses Zögern oder die Zurückhaltung nicht sehr kritisch hinterfragen sollte. Denn es gibt einen alten Kaufmannsspruch, der ist schon 100, 200 Jahre alt. Gute Zeiten, da sollte man die schlechten vorbereiten und in schlechten Zeiten sollte man die guten vorbereiten. Und das heißt, Innovationen haben nicht nur unmittelbaren Einfluss auf den heutigen Umsatz und es geht nicht nur um morgen, sondern es geht darum, wie positioniere ich mich in 3, in 5 Jahren mit meinem Unternehmen. Und genau deshalb sollten trotz der Krisensituation und aller Widrigkeiten, die deutsche Unternehmen aktuell haben, sich darauf konzentrieren und versuchen, antizyklisch zu denken und diese Zeiten zu nutzen und Entwickler auf Forschungs- und Entwicklungsprojekte zu setzen. Ja. Denn neue Produkte helfen Unternehmen dabei, krisenfest zu werden und die Unternehmen können diese neuen Produkte dann auch antizyklisch einsetzen, um gestärkt aus der Krise rauszukommen und bauen dadurch natürlich auch für die Zukunft eine Resilienz auf. Da spielen ja die Fördergelder eine große Rolle natürlich, ne? Weil gerade viele, die sagen, hey, wir denken frisch und anders und wollen gerne was entwickeln, haben nicht unbedingt das Kapital zur Verfügung, also gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen. Wie kann denn ein Unternehmen rausfinden, welche Fördermittel in Frage kommen? Das ist eine Riesenauswahl im Prinzip, die es gibt. Absolut. Der effizienteste Weg ist wahrscheinlich, Kontakt zu einem Fördermittelberater aufzunehmen. Denn viele Fördermittelberater bieten kostenlose Gespräche an, wo sie auf die individuelle Situation des Unternehmens eingehen und man dann gemeinsam schaut, welche Förderprogramme und ob Förderprogramme überhaupt für das Unternehmen passen. Und das ist natürlich auch viel interaktiver und zielführender, als sich irgendwie seitenlang Richtlinien durchzulesen, die hinter diesen Förderprogrammen ja stehen. Man kann dann direkt Fragen klären. Man schaut sich im ersten Schritt die wesentlichen Kennzahlen an des Unternehmens. Wie ist der Umsatz? Wie viele Mitarbeiter gibt es und wie viele Entwickler gibt es im Unternehmen? Denn die Förderprogramme richten sich ja auch an unterschiedliche Unternehmensgrößen. Ja. Es gibt Förderprogramme für Existenzgründer, für Start-ups und eben für Mittelständler. Und im zweiten Schritt schaut man sich dann bei den Förderprogrammen nochmal die konkreten Anforderungen an, die es zu erfüllen gibt. Ja. Natürlich kann man sich vorab schon mal einen Überblick im Internet verschaffen, welche Förderprogramme es überhaupt gibt. Und dazu kann man dann auf die Webseiten der Ministerien gehen oder auf die der Bundesländer. Aber in einem kostenlosen Gespräch geht es viel, viel schneller herauszufinden, ob das Unternehmen ein solches Förderprogramm, ob das für die reinpasst.
Es ist ja also sonst schwer übersichtlich. Viele Unternehmen machen das trotzdem selbst, ne? Sagen, okay, alles klar, ich gebe ja nur das an, wie es tatsächlich ist und wir sind innovativ und wir wollen, wir passen genau für dieses Programm, finde ich, sagt vielleicht der Geschäftsführer. So, dann wird der Antrag abgegeben. Ist dann eigentlich alles zu spät grundsätzlich? Also, dass man, könnte man, wenn jetzt hinterher jemand sagt, sag mal, aber ihr hättet doch ein bisschen hier einmal euch das hindrehen können oder ihr stellt noch jemanden ein für und schon werden die Bedingungen erfüllt, aber so wird das abgelehnt. Das ist ja die Gefahr dabei. Kann man da noch nachbessern oder ist es dann durch das Thema? Ja, es gibt Nachbesserungsmöglichkeiten, die sind aber tatsächlich sehr begrenzt. Ja. Und man sollte diese Möglichkeiten dann absolut perfektionistisch auch nutzen und darauf eingehen. Es ist also so, dass bei ca. 50% der Fördermittelanträge die Gutachter kritische Nachfragen schriftlich dem Unternehmen zukommen lassen zu dem Antrag. Sie haben auch mal gesagt, Sie sind skeptisch, ob hier wirklich, ob ein Berater so gut sein kann, dass er 200 Förderprogramme oder mehr alle im Kopf hat oder in seinem Portfolio haben kann und für alle gleich gut beraten kann. Darum haben Sie gesagt, so, ich kümmere mich um das zentrale Innovationsprogramm Mittelstand, weil das ist einfach diese Spezialisierung. Wir sagen, da weiß ich dann richtig Bescheid. Das ist aber was, das ist komplizierter geworden eher. Ne? Also vieles wird vereinfacht, aber das Programm ist jetzt, wenn jemand selbst rangehen will, eher noch ein bisschen schwieriger geworden in der letzten Zeit, oder? Da durchzukommen. Für Sie wahrscheinlich nicht, aber wenn jemand das jetzt selbst angehen will. Das trifft nicht nur auf das zentrale Innovationsprogramm Mittelstand zu, auf das ich mich spezialisiert habe, sondern auf Fördermittelprogramme allgemein. Es ist tatsächlich so, dass trotz allem das zentrale Innovationsprogramm Mittelstand immer noch das lohnenswerte, vielversprechendste und einfachste ist im Verhältnis zu all den anderen Förderprogrammen. Mhm. Aber Sie sagen völlig richtig, in den letzten 14 Jahren, das zentrale Innovationsprogramm Mittelstand wurde 2008 aufgelegt, wurde es leider immer bürokratischer und bedarf dementsprechend auch immer mehr Beratung. Und meine Kritik an anderen Fördermittelberatungen, die sich als allgemeine Fördermittelberatung bezeichnen, hat auch ganz klare Gründe, die darin liegen, dass man also, wenn man behauptet, für jeden Einzelfall das richtige Programm zu finden, man 200 europäische, nationale und von den Bundesländern Förderprogramme kennen könnte. Müsste, ne? Ja. Genau. Und hinter jedem Förderprogramm stehen mal eben 40 Seiten Richtlinie. Ja, ja. Und hinzu kommt noch eine interne Verwaltungspraxis, die man kennen muss. Und es ist im Übrigen auch gar nicht nötig, all diese Förderprogramme zu kennen. Denn was an diesem zentralen Innovationsprogramm Mittelstand ein Riesenvorteil ist, ist, dass es von vornherein technologieoffen und branchenoffen gestaltet worden ist. Es soll also dem Mittelstand einen Anreiz geben, innovative Technologien zu entwickeln und dieses Risiko einzugehen, es zu wagen. Und da ist es egal, ob man ein Softwareunternehmen ist oder Maschinenbauunternehmen, aus der Elektrotechnik kommt oder aus dem Bereich der Chemie. Jedes Unternehmen kann dort seinen Antrag stellen. Und was wir machen, wir passen die Forschungs- und Entwicklungsprojekte unserer Kunden ganz gezielt diesem zentralen Innovationsprogramm Mittelstand an. Dankeschön für diese Einblicke, gerade speziell zur Förderung von Innovation, Innovationsstandort Deutschland. Das war der Wirtschaft TV Talk für heute mit Robin Peters.